Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu C. So, heute geht es um Loop Control. Mir ist einfach absolut kein besseres Wort auf Deutsch eingefallen. Schleifenkontrolle hört sich total behindert an. Es geht um die beiden Schlüsselwörter Break und Continue. Break und Continue macht im Prinzip das, was wir schon gesehen hatten, nur dass ihr Continue noch nicht kennt. Break kennt ihr aber schon. Zum Beispiel sagen wir jetzt hier einfach mal, ich hätte gerne eine Vorschleife. Ich mache das hier mal weg und ich gehe direkt wieder zurück zur Vorschleife. Ich habe das alles noch hier drin. So. Und was jetzt passiert hier ist, a gleich 0 bis a kleiner 10 printet uns das hier aus. Okay, wir geben also aus, a ist 0 bis a ist 9. Okay. So. Der Trick ist jetzt bei Break, dass wir sagen können, falls a zum Beispiel, also if a gleich, keine Ahnung, 5, dann wollen wir hier raus aus dieser Schleife. Wir kriegen plötzlich Panik und sagen, nee, also noch viermal ausgeben schaffen wir nicht. Ah, das geht nicht. Printf. Panic. Und das reicht. Panic und wir sagen Break. So. Und was das jetzt macht, ist folgendes. Wir springen an den Ende, an das Ende der Schleife. Also an das Ende von nicht von dem if, sondern von der echten Schleife. Das if ist eine Verzweigung, keine Schleife. Also ans Ende von der Vorschleife hier unten hin. Und dann füllen wir aus, zum Beispiel printf. Phew. Besser. Sowas in der Art. Okay, so. Also wenn ich das jetzt kompiliere, dann sehen wir, wir paniken erstmal, wenn a gleich 5 ist. Achtung, wir paniken erst, wenn die Ausgabe schon da ist. Das heißt, wir paniken hier unten drunter. Das heißt, a gleich 5 wird auch noch ausgegeben. Und wir paniken und dann springen wir direkt ans Ende der Schleife. Und a ist 6, 7, 8 und 9 wird nicht mehr ausgegeben. So, das macht Break. Es beendet einfach diese Schleife. Okay, was macht ein Continue? Continue kann ich hier auch mal hinpacken und ihr werdet sehen, ihr werdet vor allem sehen, dass ich nicht tippen kann. Halleluja. Okay, so. Wenn ich jetzt hier das hier mache, dann passiert hier Panic. Das ist wegen dem If hier einfach. Und dann kommt aber trotzdem A ist 6, A ist 7, A ist 8 und A ist 9. Naja, nicht so cool. Es hat quasi nichts bewirkt. Packen wir doch einfach mal unser If A gleich 5 hier hoch. Also sagen wir es mal hier. Und dann paniken wir. Wir paniken jetzt also vor der Ausgabe und schauen uns an, was dann passiert. Dann kriegen wir plötzlich die Ausgabe A ist 5 nicht mehr. Und genau das ist das Ziel davon. Wir überspringen sozusagen bei diesem Continue-Statement den aktuellen Schleifendurchlauf. Also sprich dieses printf hier und alles, was unterhalb dieses Continues ist, wird übersprungen und wir springen direkt wieder hier hoch. A++ wird ausgeführt. Und die Bedingung wird natürlich ganz normal geprüft und alles. Aber wir haben den aktuellen Schleifendurchlauf einfach hier abgezwungen, abgewürgt sozusagen. Ja, macht zum Beispiel Sinn, wenn wir eine einzige Zahl nicht ausgeben wollen, dann müssen wir hier oben nicht hinschreiben und a ungleich 5 oder so. Vor allem würde uns das die komplette Schleife beenden. Sondern so können wir einfach einen einzigen Durchgang können wir hier einfach überspringen. Ja, ziemlich praktisch, kann man auch öfters mal gebrauchen und jetzt ist mir gerade aufgefallen, dass ich euch immer noch nicht gezeigt habe, wie ihr zum Beispiel einzelne Buchstaben oder sowas lesen könnt von den lieben netten Benutzern und das macht natürlich eure ganzen Skripts bisher relativ langweilig. Deswegen zeige ich euch einfach mal kurz, wie ihr einen einzelnen Buchstaben lesen könnt. Der Rest ist ein bisschen komplizierter, den werden wir uns dann noch angucken. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel hier oben reinschreiben, int c gleich get char und dann Klammer, Klammer, Semikolon. So, und jetzt sind wir schon fertig. Jetzt kriegen wir jedes Mal die Frage, was wir eingeben wollen, wenn wir das Ganze jetzt hier kompilieren. Dann sehen wir, ich muss jetzt hier irgendwas eingeben und wenn ich jetzt hier 1 eingebe, dann passiert halt, es wird 0 ausgegeben und dann wird wieder 1 ausgegeben und wenn ich jetzt 3 eingebe, dann werden wieder 2 Sachen ausgegeben. Warum werden jetzt immer 2 Sachen ausgegeben? Naja, bis mein Input da ist, dauert es halt eine Weile. Und deswegen überspringen wir das einfach mal. Und jetzt kann ich jetzt zum Beispiel sagen, if c gleich gleich y. So, jetzt haben wir hier
wenn ich Y eingibt, dann überspringen wir das Ganze. Ich brich das hier mal ab. Wenn ich Y eingibt, dann wird dieser eine Durchlauf übersprungen und es wird Panic ausgegeben. Also sprich, A gleich 0 wird übersprungen, A ist 1, wird allerdings angezeigt. Kann ich wieder Y eingeben und so weiter und so fort. Und wenn ich N eingibt, dann werden beide ausgegeben. Warum funktioniert das jetzt hier? Ich habe hier einen Integer gelesen. Naja, aber wir kennen das ja. GetChar liefert uns erstens mal einen Char natürlich, aber jeder Buchstabe ist natürlich auch gleichzeitig eine Zahl und deswegen kann ich das machen. Wunderbar. Okay, also so könnt ihr kleinere Eingaben oder Ausgaben oder sowas verarbeiten und ja, ein bisschen Spaß damit haben. Okay, ich hoffe, ihr könnt jetzt ein bisschen mehr mit euren Skripts machen oder mit euren Programmen. Eigentlich sind es ja Programme. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.